das ist hier heute eine gute Gelegenheit für die Trainer, einige der Ersatzspieler gegen hochkarätige Gegenspieler zu testen. Die Stimmung im Stadion, die Fans beider Mannschaften feuern ihr Team stimmgewaltig an. Hoffen wir, dass es ein gutes Spiel wird. Vermale. Nein, die Abwehr geht dazwischen. Kein Pfiff, alles sauber, zeigt der Referee an. Und da ist der Ball schon wieder draußen. Jetzt könnte was gehen. Dicker Hund des Torhüters, aber die Abwehr kam zu Hilfe. Sie müssen die gegnerischen Stürmer jetzt gut abschirmen. Aber Tura. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Er hatte genug Platz, niemand hat ihn bedrängt und doch bringt er den Ball nicht im Tor unter. Unglaublich. Der Schiedsrichter pfeift, der Assistent hat die Fahne oben, das war abseits. Adatura, der meist nur schwer vom Ball zu trennen ist. Jetzt eine gute Hereingabe, dann klingelt es. Leichtes Spiel für die Verteidigung. Es ist noch nicht vorbei, das könnte noch mal heiß werden. Der ging genau in die Arme des Torhüters. Fast eine halbe Stunde ist jetzt gespielt. Chemisento. Kompany. Mirala. Wichtig, dass er sich da durchgesetzt hat. Und jetzt hat er Platz. Rüber auf die andere Seite. Mirala. Da waren sie nicht energisch genug. Jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Van Beuten. 14 Minuten sind rum und wenn sich nichts Außergewöhnliches mehr tut, dann geht es auch so in die Pause. Jetzt vielleicht die Chance. Imre. Schön durchgesteckt. Ein Schuss aufs Tor. Unglaublich. Mit einem Donnerschlag endet diese erste Hälfte. Von der das Tor der Zuschauer wohl dachte, das wird nichts mehr. Es wird eben doch. Er stellt die gegnerische Abwehr immer wieder vor Probleme. Das Tor hat den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Können Sie noch zurückkommen? Der Trainer scheint unbeeindruckt, aber sicherlich wird er froh sein über diese späte Führung. Und mit dem Pausenpfiff des Unparteiischen. Allen, die gerade erst eingeschaltet haben, muss ich leider sagen, sie haben eine tolle erste Hälfte verpasst. Aber ich wünsche mir für Sie, dass die zweiten 45 Minuten genauso werden. Hier ist Song. Nun gegen Guy, dessen Ausdauer fast. Chemisentürk. Es gibt kein Durchkommen. Dann haben sie den Angriff fürs Erste gestoppt. Dembele. Imre. Ein toller Pass. Bisschen tiefer das nächste Mal, dann wird's was. Naja, das war nicht der schlechteste Kopfball, aber er konnte ihn nicht richtig drücken. Ja, da können wir uns jetzt aber auch was gefasst machen. Sieht man auch nicht alle Tage. Erding.
Şemiş Şentürk. Er steht hier gut. Song. Dembele. Hier ist Song. Es gibt Ecke. Guter Torhüter. Wechsel über Wechsel. Der Trainer wird sich was dabei gedacht haben. Schöne Bananenflanke. Er faustet ihn weg. Das gibt erneut Ecke. Jetzt dreht der Trainer am ganz großen Rad. Direkt vors Tor. Da spielt der Ball ja gar keine Rolle. Freistoß. Spitzenparade seitens des Torhüters. 75 Minuten sind vorbei. Adatura. Erding. Herrlich in die Gasse gespielt. Flanke vors Tor. Mirala. Gutes Zweikampfverhalten. Gut gemacht. Weit nach vorne gegeben. So langsam wird's eng. Nur noch 5 Minuten plus Nachspielzeit, um hier noch den Ausgleich zu erzielen. Imre. Erding. Da versucht er's. Ein Fehler des Torhüters. Glück für ihn, dass ein Abwehrspieler in der Nähe war. Noch 100. Da hat er aber die guten Manieren alle über Bord geworfen. Freistoß. Das ist gelb. Meiner Ansicht nach ist das aber fast ein bisschen hart. Sicher geht er da zum Mann, aber muss man das denn gleich mit Gelb bestrafen? Erding. Şemiş Şentürk. Und damit sind die 90 Minuten vorbei. Ja, das war...